Hallo zusammen, willkommen an Lenk. Mein Name ist Gfeller Dominik. Es freut mich sehr, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Ja, jetzt ist es soweit. Morgen steht das Alplerfest vor der Tür. Wir haben uns heute parat gemacht. Wir haben Kühe gewaschen, Blumen parat gemacht und die Reichli vorgenommen. Ja, aber ich bin Tamara Vetter und ich danke meinem Freund Dominik Gfeller hier auf diesem Betrieb und habe jetzt die Idee gebracht, solches Geschmack zu machen. Und die Idee ist eigentlich von einer Kollegin ins Mutter gekommen mit diesen Brötchen. Super Idee und wir dürfen das zum Glück gebrauchen. Auch. So, ich glaube, wir haben genug geredet. Ich gehe jetzt die Kühe parat machen, für morgen zu zügeln. Jetzt gehen wir los. Ich bin Schleppi Martin, komme von hier von Lenk und das ist meine Kuh Kling. Ich hoffe, sie haben eine Chance, entmistet oder mein Lenk zu werden. Die Kuh zeichnet sich aus, ihre Stärke, sie hat einen schönen, geraden Rücken. Die obere Linie sieht man dann, hat sie schön breit geformte Brust. Es ist wichtig, dass sie viel fressen können und so viel Milch produzieren können. Dann hat sie sehr stark Sutter, ist sehr gut beadert, gute Utterbeadung ist wichtig. Eine schöne Kuh macht halt einfach ein bisschen mehr Freude. Ich bin der Stefan, das ist meine Kuh Lucy. Sie wird hier eine grosse Chance haben, weil sie sehr sympathische Kuh ist. Meine Kuh gewinnt, weil sie den schönsten Wimperaufschlag hat. Nummer 40, Happy, ist geboren im 2020. Gut, ich bin Birki Kriegel von Meckiwil, ich bin Viehschau-Experte und darf heute Nachmittag hier die Misser küren.
Von meiner Sicht her, für mich wird sicher die kommen, die am komplettesten ist. Dass sie starke Typeigenschaften aufweist, ein gutes Fundament hat, das sich darauf bewegen. Das tut dann auch die Kuh im Alltag bewegen. Und das macht dann die Kuh auch zeigt, wie alt sie kann werden. Und sicher, was sicher bei uns noch sehr viel zählt, ist die Zutter. Utterqualität, Utterbodenhöhe, der Utter ganz Untersitz und dazu die vier korrekt platzierten Sitze. Da haben wir sicher solche Kandidaten drin, die das erfüllen. Und ich habe das Gefühl, es wird eine von hier vorne von dieser Region sein. Merci vielmals. Die mit 98 Stimmen gehen wir mit einem Applaus verabschieden. Das ist das Nummer 45. Die nächste, die wir haben, ist das Nummer